Herr Präsident, meine Damen und Herren, verehrte Gäste! Ich bin seit 25 Jahren, kenne ich die Region Kurdistan, Türkei, Syrien, Irak sehr gut und bin unmittelbar vor Ort gewesen, als jetzt die jesidischen Flüchtlinge von der YPG, das sind die Volkseinheiten in Syrien, von den Kurden und von der PKK befreit wurden. Und ich habe immer noch die schrecklichen Bilder vor Augen und habe gesehen, wie Zehntausende jesidische Flüchtlinge vor den Mörderbanden der IS, des selbsternannten Islamischen Staates, geflohen sind. Frauen berichtet haben, wie ihre Ehemänner massakriert wurden, Gliedmaßen abgeschnitten wurden, ihre Söhne hingerichtet. Es gab Hunderte, Tausende von Kindern, die ihre ganze Familie verloren hat. Und es gab Massaker ohne Ende, Vergewaltigung, Verschleppung von Tausenden von Frauen in die Sklaverei. Man kann das in wenigen Worten hier gar nicht wiedergeben, was wir dort erlebt haben. Und deswegen möchte ich Herrn Oppermann und Herrn Kauder hier ganz deutlich sagen, wir, die Linke, sind die allerletzten, die nicht das Recht der Kurden, die das Recht der Kurden hier bestreiten würden, dass sie sich gegen diese Mörderbanden verteidigen und zur Wehr setzen. Dennoch möchte ich hier ganz deutlich sagen, dass Waffenlieferung in diese Region nicht der richtige Weg ist. Es gibt dort reichlich Waffen und ich will dafür auch Beispiele bringen. Schon die Waffen, die von den USA an die irakische Armee geliefert wurden, sind in die Hände der IS, des Kalifats, gefallen und sie haben damit nicht erst seit Monaten, wie hier suggeriert wird, sondern sie kämpfen dort seit Jahren. Und man muss einfach hier mal sehr deutlich sagen, dass diese Gotteskrieger auch in Deutschland und in ganz Europa immer als die Opposition bezeichnet wurde, als die Rebellen. Und damit hat sich auch Deutschland mitverantwortlich gemacht, dass sie über Jahre lang zugeschaut haben, wie sich diese IS stark machen konnte. Ein zweites Beispiel. Der Irak rüstet die USA dort seit langer Zeit auf. Und erst im Juni sind die Waffen von der irakischen Armee kampflos in Mosul der IS praktisch in die Hände gefallen. Im August, das haben wir jetzt erlebt, haben die Peschmergas kurz vor Anfang August die Region Schengal verlassen. Sie haben die Jesiden dort schutzlos der IS überlassen. Und das haben mir auch viele Flüchtlinge bestätigt, dass es immer wieder vor allen Dingen YPG und PKK gewesen sind, die den Korridor für sie freigekämpft haben. Und wer heute Raketen an kurdische Truppen liefert, riskiert sehenden Auges, dass diese Waffen bei den Dschihadisten oder möglicherweise auch bei der IS landen können. Und deswegen frage ich Sie, können Sie überhaupt diese Verantwortung übernehmen, dass Sie diese Waffengänge kontrollieren können? Ich glaube nicht. Und einen entscheidenden Anteil am Kampf gegen die IS, das habe ich hier schon gesagt, sind die Volksarmeeeinheiten aus Syrien und der PKK. Und nicht die US-Luftwaffe, wie hier suggeriert worden ist. Sie haben nicht Zehntausenden Jesiden das Leben gerettet. Es war der Fluchtkorridor, der erbaut worden ist. Und ich will auch Herrn Oppermann noch mal ganz deutlich sagen, wenn man, und auch Herrn Kauder, natürlich müssen wir nicht hier noch über den Irak reden, sondern auch über Syrien. Und wer sich das auf der Karte anschaut, kann sehen, ein Drittel vom Irak, ein Drittel vom IS, von Syrien sind in den Händen der IS. Und es sind Kämpfe, die, wie gesagt, seit langer Zeit laufen. Und das können zum Beispiel das kurdische Gebiet in Syrien, Rojava, seit 2 Jahren verteidigen dort die Kurden diese Region gegen die IS. Und sie sind vor allen Dingen auch im Hungerembargo ausgesetzt, was ganz restriktiv von der Türkei durchgesetzt wird, aber leider auch von der Barzani-Regierung. Das heißt, wir haben es hier nicht mit einer einheitlichen Armee der Kurden zu tun, sondern eben nur mit einer. Und deswegen haben mir auch viele Kurden gesagt, dass sie sich wünschen, dass mehr Druck auf Ankara ausgeübt wird. Denn Ankara und die Türkei unterstützen die Dschihadisten und die IS. Zum Beispiel werden dort lastwagenweise Waffen über die Grenze geschafft. Es gibt eigene Grenzübertritte, die dort von den IS und Dschihadisten kontrolliert werden.
Und es gibt immer wieder Verwundete der IS, die in türkischen Krankenhäusern versorgt werden. Ich kann die dir auch gerne nennen. Meine Zeit ist leider nicht so lang für diesen Beitrag. Aber ich will hier einfach deutlich machen, wenn man etwas erreichen will gegen die IS, dann muss man als erstes dafür sorgen, dass die Wege gestopft werden, wie Waffen an diese Leute kommen, wie man sie kontrollieren kann. Und dazu gehört auch den NATO-Partner Türkei unter Druck zu setzen, mit dieser Unterstützung endlich Schluss zu machen. Selbst die Tagesthemen haben vor einigen Tagen berichtet, wie dort der Verkehr zwischen IS und den Türken über die Grenze ständig offen ist. Und die türkischen Grenzen müssen dicht gemacht werden gegen diese Mörderbanden. Und ich habe es eben schon gesagt, die Paktiererei mit den NATO-Staat Türkei und den Terrorbanden, wer das wirklich glaubhaft die IS bekämpfen will, muss erstmal diese Nachschublinien dicht machen. Und das bedeutet eben, keine Waffen mehr an die Staaten wie Saudi-Arabien zu schicken oder Katar oder die Türkei. Sie sind wirklich die Hauptunterstützer des IS. Und es ist doch wirklich unglaublich, meine Damen und Herren, dass wir ausgerechnet die IS hier in Deutschland nicht verboten haben, geschweige denn, dass sie auf der EU-Terrorliste steht. Aber stattdessen die PKK, die ganz offensichtlich tausenden Menschen das Leben gerettet hat. Und das zeigt für mich auch hier eine enorme Heuchelei dieser Politik, wenn plötzlich jetzt die Kurden entdeckt werden und man ihnen Waffen geben will. Dahinter steht auch was, wenn man fragt, warum sollen es ausgerechnet Erbil und die Peschmerga-Kurden sein, die Waffen bekommen, und Barzani, dann muss man deutlich hier sagen, es geht hier ums Öl, um die Ölgeschäfte mit der Türkei. Schon jetzt liefert Barzani gegen die Regierung in Bagdad, gegen den Willen dort, Öl an die Türkei. Und ich denke mal, hier geht es wieder einmal mehr um Öl und weniger um die Menschenrechte und Menschen, was sie hier vorgeben. Ansonsten zum Abschluss möchte ich noch mal deutlich machen, natürlich unterstützen wir jede humanitäre Hilfe. Überhaupt keine Frage, dass wir im Gegenteil sogar sehr viel mehr fordern, als es hier beschlossen worden ist, für den Irak und für Syrien. Und wir wollen vor allen Dingen, dass das Embargo aufgehoben wird gegen die Kurden in Syrien. Das ist wirklich ein Hungerembargo, da kommt nichts rein, keine Medikamente, kaum Hilfsgüter. Und deswegen wollen wir, dass das Embargo aufgehoben wird. Und ich bitte Sie auch noch, das Flüchtlingsaufnahmeprogramm, was hier schon angesprochen ist, auch von Herrn Kauder, ich halte es für dringend nötig, dass Flüchtlinge in Deutschland aufgenommen werden. Danke schön. Gerda Hasselfeld ist die nächste Rednerin für die CDU-CSU-Fraktion.